Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Donnerstagabend, auch schon relativ spät. Und ich wollte eigentlich nur mal eben meine Flohs, die letzten beiden Flohzeitungen, die verarbeite ich ja immer und reiße mir immer alles raus, was ich so toll finde. Vor allen Dingen diese dicken Seiten, die sammle ich schon seit langem, hatte ich euch schon mal gezeigt. Da habe ich immer noch keine Ahnung, was ich damit mache. Aber jetzt habe ich alles, was ich so gebrauchen könnte, rausgesucht oder rausgeschnitten, rausgerissen und dachte plötzlich, bevor ich jetzt alles irgendwo wieder großartig einräume oder hin und her räume oder keine Ahnung was, mache ich mal eine Seite. Was können wir denn da gebrauchen? Da wollen wir mal einfach, das sind die letzten beiden Ausgaben der Flo, und ihr seht, da habe ich jetzt Bilder herausgerissen und Ornamentstreifen. Diese in Orange, die hatte ich, aber ich glaube, das ist auch Flo. Das ist nur noch eine ältere. Ja, und jetzt gucke ich gerade mal ganz, ich muss irgendwo anfangen. Fangen wir mal hier an. Ich fand die Liegestühle so schön. Warte mal. Bisschen kleiner reißen vielleicht. Gut. Warte mal, ich habe hier noch so mehrere Sachen. Vielleicht das hier hin und das dahin. Jo, okay. Und dann würden wir jetzt irgendwie das als Hintergrund benötigen. Vielleicht. Was haben wir denn hier Schönes? Grün würde vielleicht jetzt sich anbieten. Ups, hier geblieben. Grün. Und vielleicht ein paar Blumen und vielleicht Orange. Mal gucken. Ja, ach, ich habe hier wieder kein Licht an. Ich bin auch trottelig, tut mir leid. Aber jetzt habt ihr es ein bisschen besser, ne? Ja. Den schneide ich mir mal eben noch kurz. Das heißt, das kann ich auch mit der Schere machen. Das ist ja Quatsch. Das braucht gar nicht so lange dauern jetzt. So, das ist doch schon mal ganz schön. Da müssten wir das so machen, so machen, so machen. Diese Gipfelstürmer finde ich eigentlich ganz toll. Und sie hier finde ich eigentlich auch schön, diese kleine Figur. Ja, Moment, was habe ich denn noch Schönes? Tja, dann reiße ich die Seite mal kurz. Vielleicht mit ein bisschen mehr Struktur reißen, damit das ein bisschen interessanter wird. Okay. Wollen wir schauen. Da brauche ich gar nicht so viel wahrscheinlich. Aber hier müsste ich noch was haben. Da hatte ich doch gerade so kleines Blumenpapier. Das ist zu klein, oder? Geht das? Würde gehen. Puh. Wobei die Farben wirklich nicht wunderbar prickelnd sind.
wir machen es anders, damit wir irgendwo einen Anfang haben. Erfahrungsgemäß ist immer ganz günstig, man fängt einfach mal an und schaut, wo es einen hinführt. Zu lange überlegen hat in diesem Fall nicht unbedingt viel Sinn. Warte mal, ich muss mal eben einmal gucken. Ich kann so schlecht erkennen, wo die Seite zu... So, da ist die Seite zu Ende. Okay, dann klebe ich diese ein mit diese Gipfelstürme, sage ich mal. Und vielleicht mache ich das dann so. Ja. Ja, warte mal. Wie habe ich mir denn das jetzt gedacht? Es wäre schön, wenn ich... haben wir da vielleicht so einen kleinen Streifen... ich habe ja auch solche schönen Blumen hier. Wenn ich die mal dazwischen setze, das wäre doch mal nicht schlecht. Okay, und mal gucken, wie viel brauchen wir denn da ungefähr? So. Ich versuche es. Ja, wir waren heute wieder bei Horizont. Habe ich sie jetzt richtig rum oder falsch? Gibt es da ein richtig und falsch? Ich kann es ja nicht lassen. Ich muss da ja andauernd hin. Das hält mich ja nichts hier. Es muss sein. Es wäre schön, wenn ich das jetzt auch noch reißen könnte. Und zwar den dicken Streifen brauche ich da ja gar nicht mehr. Warte mal. Ich habe einiges gefunden. Ja, dicke Pappen, so Pappdeckel, so Akten, weiß ich nicht, wo die herkamen. Und ja, wenn ich das jetzt so mache, da fehlt mir hier so ein ganz kleines Stück. Aber was habe ich da? Machen wir das so. Gut. Ach, ich fahre sehr, sehr gerne dahin und gucke. Und ich habe ein paar ganz tolle Sachen gefunden. Unter anderem wieder eine große Holzkiste. Warte mal, ich muss aufpassen, dass ich das so... Eine große, die habe ich schon draußen im Moment stehen. Die wird gerade... gestrichen, beziehungsweise trocknete jetzt und wird dann morgen mit Decoupage beklebt. Ja, so wird es ein bisschen gefälliger hier schon, ne? Bisschen wenig hier auf der Seite. Kann das sein, dass man da noch so ein bisschen rüber gehen könnte? Warte mal, ich versuche mal. Kleines bisschen. Ein bisschen. Wo habe ich diese kleine da? Diese fand ich so schön, diese Figur. Habe ich irgendwas, um das etwas herauszuheben gleich? Mal schauen. Ja, hier kann ich auch reißen. Brauche ich nicht schneiden. Hier kann ich reißen. Ich gehe eigentlich nie einkaufen. Das ist mir schon vor kurzem mal irgendwann bewusst geworden, dass ich seit Jahren nicht mehr einkaufen gehe, außer Lebensmittel natürlich, die ja jeder Mensch kauft. Aber ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Ne? Ich gehe höchstens noch in die sozialen Kaufhäuser und gucke, was gefällt mir da. Und nehme dann da was mit. Oder auch nicht.
Ja, ich kaufe schon noch Bücher und dies und das und das. Kleidung kaufe ich da nicht. Da finde ich nichts, was mich interessieren würde, sagen wir es mal so. Ich muss mal so mal so ein Weibi-Ding rausnehmen. Ja, nee, also Kleidung nicht. Nee. Aber zum Beispiel bin ich bei Facebook in einer also ein, zwei Verkaufsgruppen noch. Und ich habe mir gerade heute noch eine Jacke. Habe mir gerade heute noch eine Jacke gekauft. Mhm. Jo, wie neu, ist nichts dran. Warum soll ich die nicht kaufen? Für wenig Geld, wie gemerkt, ne? Ich brauche jetzt irgendwas hier, ne? Das ist... Oder ich mache, warte mal, das ist jetzt natürlich hier nicht so gesagt. Das brauche ich ja nicht. Gucken, was wir da jetzt rauskriegen. Haben wir denn vielleicht noch... Das passt jetzt nicht zum Thema für mich im Moment. Das finde ich ja schön, dieses hier. Ist das Kleber? Ja, ist Kleber. Hier, ein bisschen Kleber da drauf. Hast du einen Finger gehabt? Das möchte ich gerne unterbringen. Hoffentlich kann ich das auf irgendeine Art. Ich werde es versuchen. Ja. Heute trotzdem es gar nicht so warm war, aber ich fand es sehr warm. Hörbücher habe ich abgestaubt. Oh mein Gott. Die hatten Hörbücher über Hörbücher. Wenn ich Glück habe, finde ich sonst immer so zwei, drei, manchmal vier. Heute hätte ich mitnehmen können. Ohne Ende, ohne Ende. Das war also nicht mehr noch, das war nicht mehr feierlich. Meine Güte. Na, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, 7 oder 8 habe ich mitgenommen. Ja. Hier muss ich mir irgendwas überlegen. Also die Pflanze ist etwas, groß noch immer. Muss wesentlich kleiner werden. Denke ich mir mal. Und diese Bank muss weg. Die können wir nicht gebrauchen. Die können wir gar nicht gebrauchen. Gucken, ob ich die einfach mit auf den Balkon stelle hier. Genau, so könnte ich das machen. Ich stelle sie einfach mit auf den Balkon. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Moment, Moment. Wir werden das irgendwie schaffen, hoffe ich. Weil das ist eigentlich schön. Da steht Hope, Grace, Courage, Love. Oder ich muss das rausnehmen und muss nur das nehmen. Moment, Moment, wir sind ja noch am Überlegen. Habe ich denn nicht irgendwas? Ah, verflucht. Oh, Fadori, sagt man, ne? Oder wie war das? Die Tasse wollte ich mir eigentlich aufheben. Hier ist noch ein Fahrrad. Die sitzen so. Das ist etwas zu groß, was ich hier habe. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas ganz anderes finden. Mal ganz neu gucken. Ja, das kriege ich so nicht hin. Das ist schon mal gesichert. Das Grün ist gut. Ich hätte so gerne. Habe ich jetzt die Blumen? Nee, hier, da. Die kann ich jetzt nicht unterkriegen, definitiv nicht. Die hätte ich gern drin. Denken wir ganz um.
Das mit dem Rad geht nicht, das Reh habe ich. Ja. Butterfly, Blümchen. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Gebe ich mal gerade zu. Ich habe im Moment habe ich keinen Plan. Ich möchte zu viel auf die Seite kriegen. Ja, ist das Problem. Ne? Das größte Problem stellt sich jetzt hier als diese Pflanze raus. Moment, ich hatte doch hier so ein kleines Stückchen. Ist egal, ich habe da von dem Orangenstreifen. So, dann mache ich das schon mal eben oben. So, das ist schon mal das. Tja. Wenn ich jetzt das so mache, das braucht. Ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen. Die Pflanze kriege ich noch nicht unter. Gar nicht. Kriege ich gar nicht unter. Und dann habe ich noch diese hier. Dann habe ich noch das. Ich klebe mal einfach jetzt oben mal diese schon mal hin. Mal sehen, wie weit wir dann kommen. Notfalls kann ich es ja auch noch überkleben. Ja. Ich sitze jetzt immer noch mit meinem Blumenstrauß hier. Oi. Oje, oje. Oje, Mini. Ist das breiter, dieser Streifen? Nein, ne? Der ist genauso. Nur etwas länger. Gut, dann nehmen wir den hier hin. Dann nehmen wir ihn da hin. Jetzt habe ich tatsächlich das geschafft, dass es hier immer noch nicht passt. Dass wir vielleicht noch mal das Orange hier irgendwie noch mal aufgreifen. So ein bisschen. Halt, halt, halt. Ich habe mich jetzt so auf dieses blöde Ding eingeschossen hier irgendwie, ne? Ihr merkt es schon. Mir fehlt hier irgendwas. Oder mir fehlt da irgendwas. Hier habe ich noch Wolken. Und dann hätte ich noch diese Blumen. Und dann hätte ich noch diese Blumen. Das Reh lasse ich mal weg. Die kriege ich nicht hin, ne? Da kann ich mich jetzt. Die könnte ich so hinmachen. Mal gucken. Weiß jetzt ehrlich gesagt im Moment selber nicht genau. Ich hatte das auch nicht irgendwie geplant. Ich wollte es eigentlich nur gerade. Wollte das eigentlich nur gerade so eben. Kriege ich auch nicht unter. Kann ich jetzt nicht auf den Kopf stellen. Kriege ich nicht unter. Ich brauche hier unten noch einen Streifen. Oh, mein Wasser hat rumgesuppt. Nehme ich das. Oder ich nehme das so. Kann ich auch machen. Ist etwas interessanter. Na, komm her. Oh, das ist, na, das trocken wieder, weil ich mit meiner Tasse ist ein bisschen rumgekommen.
geschmiert. So. Moment, alles so liegen hier, ich kann gar nicht mehr arbeiten. Ja. Ich glaube, ich nehme dieses auch noch dazu, weil ich habe hier unten die Liegestühle. Aje, na ja, Kind. Also dieser Kleberstift ist irgendwie nicht ganz so prickelnd, glaube ich. Jetzt habe ich immer noch, also hier oben steht es natürlich dermaßen über, da muss ich natürlich mal eben mich kurz hinstellen, damit ich das irgendwie andersrum. Ist nicht ganz gerade, habe ich das Gefühl. Also dieser Kleber ist nicht so prickelnd, also das kann ich wohl so sagen. Ich hätte trotzdem ganz gerne die Tränenherzen noch. Höher stellen, ein bisschen mehr die Übersicht bekomme. Ich glaube, ich mache es da oben hin, damit ich den Ausgleich mit dem Rot irgendwie so ein bisschen auf die andere Seite kriege. Wo habe ich denn jetzt mein... Ach, da, Moment. Hoppala. Ich glaube, ich lasse es so. Ja, ich hole noch schnell ein Buschili. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn der... Moment, kannst du schlecht jetzt vorholen. Da ist so viel anderes. Im Moment, hier ist ein blaues. Das könnte eigentlich auch mal weg. Das ist auch nicht so prickelnd. Habe ich das schon benutzt? Oh je. Oh, das ist einer von denen, die so schlecht aufgehen. Ja. Abdecken können. Ein bisschen breiter. Ich habe heute noch mal Washis bestellt. Ich suchte nach etwas breiteren auch vor allen Dingen. Und was soll ich euch sagen? Ich bestelle und suche raus und habe gar nicht so darauf geachtet. Und dann habe ich es doch tatsächlich wieder geschafft und habe es in China bestellt. Tja. Nun werde ich warten müssen. Lange warten müssen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was haben wir denn für ein Datum? Ich bin
vollkommen außer Zeit. Ich weiß sowas immer nicht. Auf jeden Fall haben wir August 19. Und ich schreibe mal dazu im Flow. Im Flow sein. Ach, ich denke, das reicht mir. Okay, alles klar. Dreh es mal einmal um. Dann könnt ihr auch mal genau gucken. Ich hoffe, es blendet nicht. Es ist ein bisschen hoch. Möchte es euch gerne zeigen, dass es ohne Blendung könnt ihr sehen. Ich finde es ganz nett. Ich finde es ganz nett, ihr Lieben. Macht's gut. Bye bye.